Und damit hören wir zur nächsten Folge von dem Rake. Wieder im Saunahaus. Nun im Reich der Dunkelheit diesmal. Aber wer kann da schon sagen, den Unterschied? Nicht wie im Bosskampf. Mama! Mama! Es ist kalt! Ich bin müde! Logan? Ich bin hier! Mama! Ich komme! Logan! Wir gehen genau dahin, wo sie uns wollen. Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Er hat ihn gerettet. Wake? Ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Diesmal liegt hier draußen, Mann. Ilmo Koskela stand vor der kleinen Versammlung von Coffee World-Angestellten und Bikern. Er las von einem Zettel ab. Morka war ein wunderbarer Elch, der einen Ehrenplatz in der Halle der Kalevala Knights verdient hat. Sein Schädel wird die Krone des Großmeisters werden. Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Es gab höflichen Beifall. Nach dem Gottesdienst ließ Ilmo die Leiche zu Elchsteaks verarbeiten. Mulligan und Thornton sollten den Kopf säubern lassen. Sie teilten sich das Geweih. Was zum Teufel, Thornton? Ich hab's, Mulligan. Sie brachten den Schädel in die Werkstatt, um ihn zu kochen und zu bleichen. Sie fluchten, wollten es einfach hinter sich bringen. Es war nur ein dummes Tier. Aber ich denke, Elchsteak ist nie ein Fehler, oder? Mir hier was drin? Nope. Zeigt euch. Oh. Ihr kämpfen wollt. Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. So miese Jumpscare jedes Mal.
Hat weh. Das Baum ist es. Die Gesichter hinter mir. Spiel mit mir. Mulligans. Okay. Abwärts. Die Taschenlampe anzumachen. In der Falle! Die Heldin! In der Falle? Wie? Was soll das bedeuten? Ich bin wieder so angespannt. Blutrettung ist gut. Ich hab zwei davon mit. Davon. Schalte mich ab hier.
Ah, das ist, glaube ich, schon lange her, dass wir mal gestorben sind, oder? Mir gefühlt, dass es irgendwie eine Ewigkeit her ist. Die Armbrust dauert also lange zum Nachladen, ist das Problem. Schatten beschwichten Maliken und Thorn. Niemand wird ihre Leiche finden. Toten. Ich hab es, Maliken! Das hält sie auf. Ich mir der Schlampe! Was? Hören Sie. Wake? Ich wurde reingelegt. Scratch, ich wollte die Geschichte korrigieren. Halt sie jetzt, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus. Und Scratch auch. Selbst. Ich komme voran. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Sie hat unsere Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja, ich glaube, wir machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in Ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen. Aber er ist schon draußen. Sind das Visionen der Vergangenheit? Als er noch im dunklen Ort festsaß? Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Tears at night, as I hear the storm howling, losing my child, taken by the tide, nowhere to hide, I don't know, broken bonds, broken souls, baby, you know how it goes, blood stains on the phone, baby, call. No one home. If I'm in-
but fuck it, I'll keep on trying. I'm not losing my child, fighting for her life. I'm out of mind. Endless labyrinths of holes, bloody writing on the walls. Misguiding me from where you are. Don't know where you are. Tell me where you are. If I'm a superhero. Hört sich bombarden. Wade meinte, er könne die Horrorgeschichte mit dem Klicker rückgängig machen. Ich muss zurück nach Bright Falls zu Casey und Wade. Ich sollte mich bei Casey melden. Karte. Kam es immer noch nicht hinten hin. Wird wahrscheinlich mal ein anderes Mal passieren. Wir sollen zurückkehren. Bild verstehen. Geschlossene Tür. Das hier unten ist weg. Ah. Würde ich schon gerne erstmal zum Versteck ja noch nämlich. Ich habe unten anscheinend auch noch einen Behälter übersehen. Komm schon, Casey. Keine Antwort. David. Geh ran. Hey, David hier. Sprecht aufs Band. David. Kannst du mich zurückrufen? Es ist wichtig. Bitte. Warum antwortet David nicht? Geht es Logan gut? Was geht hier vor sich? Hat sie die Horrorgeschichte schon eingeholt? Wake sollte mehr darüber wissen. Vergiss nicht, den Eimer des Hausmeisters im Schutzraum des Hausmeisters zu benutzen, um zwischen den Charakteren zu wechseln. Die Geschichte von Ellen und Saga können in beliebigen Reihenfolge gespielt. Genau. Das hatte ich aber als nächstes vorgehabt. Dass wir jetzt erstmal, dass wir mal abwechselnd mit Eldin und Saga spielen. Der Wasserspiegel hat sich gesenkt. Ich sollte mir ansehen, was sich darunter verborgen hat. Aber erstmal will ich hier noch kurz die Sachen. Ich will ja mit Saga jederzeit zu den Orden wieder zurückkehren. Daher. Ja. Ja, stimmt, diese Testenten haben auch noch nicht. Oh, vergessen. Ja, das hier. Nee, hier ist noch ein Bild. Sammeln wir kurz die Sachen ein. Hier ist ein Bild. Ne gewesen. Direktmarkierung, ja. Noch ein Kultversteck. Hm? War irgendwas da? Hier, nimm irgendwas. Ja. Ich meine, also, es fehlt mal da zum Beispiel wieder das Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich den ersten in einem anderen gebe. Das ist ganz schön verwirrend. Becken, sag mir einfach, dass es dir gut geht. Bitte, ich vermisse dich. Ich muss nicht wissen, wo du bist, und nur, dass es dir gut geht. Antworte mir einfach, so viel bist du mir schuldig. Hey, ich habe die Schüssel an einer Stelle gebracht, wo das Hochwasser sie nicht wegspülen kann. Die Stelle ist zwar etwas schwieriger zu erreichen, bin mir aber sicher, du schaffst das. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Starlight Symphony klingt wie ein wunderbares Projekt und eine sehr kreative Idee. Doch leider muss unser Verlag zu jedem Zeitpunkt ablehnen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Träumen Sie weiter. Dass er nicht rankommt. Und dann mal nicht nach oben zu gucken. Ein paar Pflaster. Oder man nimmt den Schlüssel einfach mit. Das ist eine schlaue Idee.
Hey. Nicht fürs Denken hier. Bin schon dran vorbeigelaufen an den Schlüsselsachen. Halt vielleicht. Ah. Hart, Leute. Daran ändert sich nichts. Die Wälder werden dich verschlingen. So viele Rohstoffe habe ich gar nicht gebraucht für den. Weniger als erwartet. Kann ich jetzt hier in jedes Haus rein? Das geht von hier nicht auf. Sei Dank. Ich dachte schon, ich werde nie fertig mit dem Looten hier. Ja, ich spüre eine Casey-Spielbox hier in der Nähe. Ich habe diesen Geschmack in. Heimrätsel. Mann. Die Folge wird jetzt etwas länger, weil das ist nämlich erst mit der letzten Folge, die ich aufnehme. Für die Aufnahme-Session. Hier aus dem Wegstuhl. Ich habe danach eigentlich nicht vorgehabt, noch mal ziemlich 20 Minuten zu setzen. Arafel deckt das Logo. Tun wir das im Weltall. Comic-Geschichte. Busch hebt dich an Weltraum. Mopper, ein Sci-Fi-Musical mit einer außerirdischen Dreiecksbeziehung, eine Mordgeschichte. Könnt ihr euch gerne selbst durchlesen. Das ist jetzt tatsächlich. Jetzt gucken, ob ich jetzt irgendwas übersehen. Halt. Bärenpuppe. Oh, hey, Puppen. Das ist ja wieder so ein Ding. Oh, noch ein Reim. Der alte Fischer hatte Glück, ein großer Fang er brachte vom Meer zurück. Doch ein hungriger Gast erleichtert fand im Laster des Fischers voll bis zum Rand. Alte Fischer hatte Glück, ein großer Fang, er brachte zum Meer zurück. Ich hätte jetzt gesagt, alter Mann und die Bär. Nein. Dann unten bei Süßigkeit Bär. Macht Sinn. Was zum Teufel? Wurde vorher schon da? Ich weiß es nicht. Ah, da, Fische. Abstand zu mir. Wollt ihr den gepfeffert gleich wieder aufheben? Meine Talismansammlung wird immer größer. Das ist gerade das wichtige Gesprächsthema hier. Oh, warte, da lag eine Kinderpuppe. Oh. Der Puppel. Da. Hast du übersehen, Leute. Verbessert die Qualität und Quantität der gefundenen Rohstoffe. Oh.
Nehmen wir das andere weg, wir packen ja eh nicht. Das ist ja die Qualität der Qualität und Quantität. Das heißt ja für mich, Qualität ist besser, aber weniger. Quantität ist Qualität. Ich möchte mal einmal abchecken. Ist abgeschlossen. Hier gibt es nichts mehr. Hier ist der Schutzraum. Kultversteck, wo wir nicht hinkommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Nehmen wir mal hier nochmal alles. Legen wir kurz nochmal ab. Zack. Brauchen wir noch Helden. Und somit auf Wiedersehen.